Bei Aluminium, da denkt man normalerweise an ein silbrig glänzendes Metall. Es macht Autos leichter oder Fahrräder leichter. Aber Aluminium kommt in unserem Alltag noch viel häufiger vor als gedacht. Wir essen es sogar und das könnte für die Gesundheit ziemlich schädlich sein. Naschen macht ja Spaß, aber würde uns diese versteckte Zutat bekommen? Und hier fließt vielleicht nicht nur heißer Kaffee aus der Kanne. Und sie verteilt möglicherweise nicht nur Wohlgeruch, sondern eben auch Aluminium. Lange Zeit galt das Leichtmetall als harmlos, aber neue Studien sind alarmierend. Es soll für das Sterben von Nervenzellen verantwortlich sein, den Ausbruch von Alzheimer begünstigen und sogar Brustkrebs auslösen. Was ist da dran? Aluminium ist giftig für den Menschen, das wurde durch viele Studien belegt. Und bislang wird diese Giftigkeit zu wenig beachtet und für meine Begriffe auch unterschätzt. Peter Jenrich ist Experte für die Wirkung giftiger Metalle im Menschen und beschäftigt sich schon lange mit den Gefahren durch Aluminium. Denn es ist allgegenwärtig in unserem Alltag, zum Beispiel in Lebensmitteln. Viele Fertigprodukte enthalten Aluminiumverbindungen als Farbstoff, Stabilisator oder Trennmittel. Sie können in Kaffeeweißer stecken, aber auch in Salz, Käse oder Laugengebäck, in Backmischungen oder farbigen Süßigkeiten. Allein über die Nahrung nimmt ein 70 Kilogramm schwerer Mensch pro Woche durchschnittlich 14 bis 35 Milligramm Aluminium auf. Doch ist das schon zu viel? Die tolerierbare Aufnahme liegt laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, bei 70 Milligramm, also deutlich höher. Aber bedeutet das Entwarnung? Kritiker sagen nein, denn es gibt weitere Quellen von Aluminium in unserem Alltag, zum Beispiel im Haushalt. Auch hier treffen wir auf das Leichtmetall. Kochgeschirr oder Kaffeekannen sind oft aluminiumhaltig. Und zum Einpacken nehmen wir gern die sogenannte Alufolie. Doch wenn Aluminium mit Säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommt, geht es in die Nahrung über. Das kann auch beim Kochen passieren. Tomaten etwa haben einen natürlichen Aluminiumgehalt von ca. 2 Milligramm pro Kilo. Nach dem Kochen im Alutopf kann er sich um das 30-fache erhöhen, auf bis zu 60 Milligramm. Mittlerweile ist auch das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin alarmiert wegen der möglichen Belastung der Verbraucher durch Aluminium. Das Problem besteht nun daran, wenn es viele Aufnahmewege gibt, dass die Gesamtaufnahme, die tolerable Aufnahme, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittel festgesetzt worden ist, überschreiten kann. Denn auch wenn ein großer Teil des vom Menschen aufgenommenen Aluminiums gleich wieder ausgeschieden wird, ein Rest bleibt im Körper und kann sich langfristig einlagern. Hauptspeicher sind die Knochen, innere Organe wie zum Beispiel die Lunge und das Gehirn. Die Alzheimer-Forschung verdächtigt Aluminium schon seit langem als möglichen Auslöser der immer häufiger auftretenden Krankheit, die die Hirnzellen zerstört. Verschiedene Studien sehen da einen Zusammenhang. Der Verdacht, ob Alzheimer durch Aluminium ausgelöst wird, ist durchaus berechtigt. Die Forschungen laufen ja schon seit vielen Jahren. Die neueste Studie ist vom 6. Januar 2014. In dieser Studie wird nochmal auf die Mechanismen eingegangen, wie Aluminium Entzündungen im Nervensystem fördert. Eine Entzündung einer Nervenzelle ist immer der Anfang ihrer Zerstörung. Und es gibt einen weiteren Verdacht gegen das Aluminium. Wir finden das Leichtmetall mittlerweile auch in einem anderen Bereich. In Kosmetikartikeln. Hautlotionen etwa soll es schön cremig machen, in manchen Zahnpasten antibakteriell wirken und in Deo-Rollern und Sprays die Schweißbildung hemmen. Doch gerade bei den Deos gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den verwendeten Aluminiumverbindungen und der Entstehung von Brustkrebs. Der Verdacht, ob Brustkrebs durch Aluminium ausgelöst wird, wird auch seit einigen Jahren untersucht. Die letzten beiden Studien sind vom November 2013, die zum Beispiel nachweisen, dass Aluminium in Brustzellen Entzündungen auslöst und
Doppelstrangbrüche an der DNA, also am Zellkern, schädigend wirkt. Es ist damit noch nicht bewiesen, dass Aluminium Brustkrebs auslöst, aber die Wahrscheinlichkeit besteht doch, denn diese Mechanismen führen letztendlich zu Krebserkrankungen. Trotzdem sind aluminiumhaltige Produkte weiter im Handel. Wir fragen nach beim Industrieverband Körperpflege und Waschmittel. Sieht man dort eine Gefahr für die Verbraucher? Die Antwort: Kosmetische Mittel, die Aluminiumverbindungen enthalten, können unverändert als sicher und gesundheitlich unbedenklich angesehen werden. Also das ist ein Hammer, möchte ich mal sagen. Das ist eine ziemlich klare Aussage, die ich so aber nicht unterstreichen möchte. Es gibt genügend Hinweise, dass Aluminium an Veränderungen beteiligt ist, die Krebszellen entstehen lassen. Trotz dieser Hinweise, am Bundesinstitut für Risikobewertung ist man noch zurückhaltend. In Bezug auf die Alzheimer-Erkrankung und die Brustdrüseneffekte von Aluminium, die möglicherweise zu Brustkrebs führen könnten, ist bisher unklar, ob Aluminium der Auslöser für diese Erkrankung ist oder eine Folgeerscheinung des veränderten Gewebes. Immerhin, die Gefahren durch Aluminium sollen jetzt neu bewertet werden. Die Frage ist nur, wie wir uns im Alltag der Aufnahme überhaupt entziehen können. Tja, da ein kleiner Tipp, gerade für die Alufolie packen Sie nicht Säurehaltiges ein. Und bei Kosmetikartikeln ist es wohl sehr sinnvoll, auf die Inhaltsstoffe zu achten, ob Alu drin ist oder nicht.